für die Kanonen finden. Was im Weg steht, wird ausgeschaltet. Das kann ich. Kontrollzentrum gesichert. Übernehme Kanonensteuerung. Wir holen dieses Schiff vom Himmel. Nicht die Art von kroganischem Relikt, mit der ich gerechnet hatte. Sie haben die Energieversorgung der Konsole unterbrochen. Sie müssen die Energieversorgung wieder einschalten. Dann los. Feinde im Anmarsch. Sie bringen mit Shuttles Verstärkung rein und befestigen ihre Stellung. Thank you.
Ich habe die Energie auf die Hauptkonsole umgeleitet. Bin jetzt auf dem Rückweg. Kanonensteuerung wiederhergestellt. Zielerfassung aktiviert. Koordinaten, Lieutenant. Hochgeladen. Feuer! Direkter Steuerbordtreffer, Commander. Ziel bricht auseinander. Ich wiederhole, direkter Treffer. Tot und begraben. Okay, gute Arbeit von allen. Shepard, mit den kroganischen Kanonen hat Cerberus uns den strategischen Vorteil in diesem System gegeben. Der Feind zieht sich zurück, aber er wird versuchen, die Anlage zurückzuerobern. Wahrscheinlich. Ich schicke ein Allianzteam zur Sicherung. Wir haben dank Ihnen in einer starken Verteidigungsposition Fuß gefasst. Das hört man gern. Gute Arbeit, Commander. Hackett Ende. Weil man sonst die Reste seiner eigenen Planeten zerstören würde. Sie stellen ihre Soldaten aus unserem Zivilwissen. Ich habe etwas gefunden.
Signal bestätigt. Shepard, Cerberus Einsatztrupps haben eine Großstadt auf Benning infiltriert. Zuerst hieß es, sie würden Zivilisten rekrutieren, aber inzwischen sieht es so aus, als würden Leute gegen ihren Willen verschleppt. Erzählen Sie mir mal was Neues. Wir haben ein Aufklärungsteam hingeschickt. Und Cerberus hat mit Angriffen auf Zivilisten und öffentliche Einrichtungen reagiert. Offiziell lehnt Cerberus jede Verantwortung ab und verurteilt die Aktion. Entweder lügen sie, oder wir haben es mit einer Splittergruppe zu tun. Das wird ihnen noch leid tun. Ganz genau. Sichern Sie das Gebiet, damit wir dem Rest der Stadt helfen können. Nähern uns dem Zielpunkt, Commander. Verstanden, Lieutenant. Die Leute da unten zählen auf Sie, Commander. Hackett, Ende. Ich empfange jede Menge SOS-Signale von Zivilisten, Commander. Die meisten kommen aus der oberen Straße. Ich registriere dort auch eine größere Ansammlung von Cerberus-Truppen. Können Sie mir Luftaufklärung verschaffen? Schon unterwegs. Mal wissen, was sie erwischt hat. Eingetroffen. Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Was? Was sollen wir tun? Bleiben Sie einfach unten. Commander, es sind weitere Cerberus-Truppen in Ihre Richtung unterwegs. Wir halten hier die Verteidigungslinie und decken die Flucht der Zivilisten. Schnell, schnell, bleib!
Gute Arbeit von allen. Cortez, wir treffen uns am Landeplatz. Verstanden. Berichte über Angriffe gegen andere Städte auf Benningrein. Leugnet Cerberus noch immer seine Beteiligung? Ja, und diesmal glauben wir ihnen sogar. Unschuldige Menschen zu erschießen ist nicht ihre Art. Jedenfalls haben die Zivilisten da unten jetzt eine Chance. Wir verstärken unsere Stellung und holen die Leute raus. Danach befreien wir den Rest des Planeten. Hoffentlich gelingt uns das auch auf der Erde. Eines Tages, Commander. Bis dahin müssen wir einfach reagieren. Weitermachen.